Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play The Sims 4 vom Tellerwäscher zum Millionär mit Andrea und Willi. Und wir sind jetzt in der Woche 3, was man sieht, die Sensenmann-Quest. Lady Mimsy, oder wie heißt sie, schien so einiges über Ambrosia gewusst zu haben. Arbeite weiter an deiner Angelfähigkeit, wenn du ihr Wissen in die Tat umsetzen willst. Schließe die Quest, die erste Zutat und Lektion einer Lady ab. Lass mich jetzt nicht hängen. Nö, das machen wir natürlich nicht. So, Newsletter abwarten. Ja, da wird wahrscheinlich erst dann morgen kommen, oder? Wo ist denn mein Briefkasten eigentlich abgeblieben? Ach, die steht ja, Andrea steht ja noch im Garten hinten. Oh, okay. Und ich drücke wieder die falschen Tasten, weil ich erst wieder ein anderes Spiel gespielt habe vor kurzem. Meine Güte. So, wir müssen also gucken. Was haben wir denn hier zu machen? Einführung zum Wälzer der grünen Lady lesen. Beanspruche den zum Event gehörigen Wälzer der grünen Lady. Kaufe ihn über den Baumodus und lies die Einführung. Wälzer der grünen Lady über den Kaufmodus? Müssen wir gucken. Wälzer der grünen Lady. Gibt's das? Ja. Okay, wir müssen ja sowieso was in Bezug auf den Rabatttag kaufen, ne? Wir legen das jetzt hier hin. Okay, so, da hätten wir das. Wo habe ich es jetzt hingelegt? Und das muss er lesen. Halt, mach doch nicht mal alles weg. Lesen. Ja, Andrea, liest das bitte mal. So. Pflanze mit einem Brief veredeln oder veredeln recherchieren. Ja, das kriegen wir auch hin. Wo ist denn eigentlich unser Willi? Was macht denn der hier? Ah, der spielt noch Schach. Das ist schön, denn er muss ja hier auch sein Bestreben weiterkriegen, ne? Gut, na dann mach das mal. Und Andrea, du liest jetzt schön, ja? So, ich gucke. Wir machen das gleich wieder ein bisschen schneller. Level 5 der Koch, Feinschmecker-Kochfähigkeit erreicht. Okay, das ist ja schön. Warum machst du das immer auf und zu? Riecht das Buch so unangenehm? Oh weia, na, es sind schon ganz schöne Staubwolken da, ne? Angespannt. Jetzt ist er wieder angespannt, die arme Frau. Das dauert offenbar etwas länger hier. Ja, ach so, und ihr hattet ja gesagt, es wäre gut, wenn wir einen neuen Job annehmen. Das machen wir auch. Ich muss nur gucken. Oh Gott, ihr fehlt sozial. Jesus, Maria und Josef, das ist aber schlecht. Er hat es geschafft. Willi, du kannst erst mal aufhören. Dann würde ich sagen, gehst du mal. Erstmal unter die Dusche, solange man noch können. Und Andrea, die liest noch schön. Ja, die hat natürlich jetzt, oh Gott, haben wir denn irgendwas an Tränken, dass ihr das erstmal weiterhelfen würde? Sofortige Hygiene, Glückstrank, was haben wir hier? Flirt, Inspiration, Selbstsicherheit. Nee, da haben wir nicht. Gibt es da irgendwas? Wir gucken mal im Belohnungsstore. Drang zur Auflösung. Nee, das will ich nie. Wünscheauffrischer. Schlafersatz. Nee, da gibt es offensichtlich nicht. Also müssen wir wahrscheinlich doch ein bisschen mal sozial machen, ne? Aber ich will gerne, dass sie das Buch liest. Wie lange dauert denn das? Guck mal, hör mal auf. Willi, du brauchst ja auch sozial. Dann Rabatttagsstimmung teilen. Smalltalk, was können wir denn noch machen? Nach Tag fragen. Über Rabatttag singen, von mir aus, dann singst du mal und wir können ja gleich noch mal was kaufen.
Jetzt gucke ich mal, was könnte man denn für 500 Simoleons kaufen? Was fehlt denn uns eigentlich in der Küche noch? Fehlt uns da irgendwas? Nee, eigentlich fehlt uns da nicht. Auch 500 Simoleons. Wir können ja mal gucken, was eine Mikrowelle kostet. Oha, die sind teuer. Okay. Die Omniwelle nehmen wir mal für 700, ne? So, die packen wir uns da hin. Ja. So, da müsste das doch passen mit dem Rabatttag, oder? Ja. So, wie geht's dir jetzt, Andrea? Ein bisschen besser. Was willst du, Marcel? Ich bitte dich erneut. Nee, das will ich nicht. Ich stimme nie ab. Ich habe keine Lust darauf. Oh, ich muss das wirklich ausschalten hier. Geht nicht anders. So, Zuneigung ausdrücken. Dann schmeicheln. Was machen wir denn noch? Eine Massage kannst du mal anbieten. Und dann liest du das Buch. Nochmal lesen. Warum zählt das dann nicht? Lies die Einführung. Hä? Einführung muss ich ja auch lesen. Ich bin ja eure Drops. Mann, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, was haben wir? Laune. Schließe auf alle Sims verteilt 100 Laune ab. Oh ja, ja, launisch. Schön. So, wenn wir das gemacht haben, müssen wir eine Pflanze veredeln. Genau. So, eine Pflanze mit einem Trieb veredeln oder veredeln recherchieren. So, was können wir denn mal veredeln? Christrosenbusch veredeln. Was haben wir denn hier? Sind ja alles... Nö, da machen wir... Moment. Was haben wir hier? Kamille. Salbei. Was ist das? Schwarze Bohne. Veredeln. Ach, von mir aus mit einer Birne ist mir auch egal. Hauptsache, sie macht's. So. Ist ja jetzt auch erstmal egal. Ich bin gespannt, was dann dabei rauskommt. Auf Level 5 ein oder höher ein Gericht zubereiten. Okay, das machen wir. Milli, was ist mit dir hier? Andrea hat jetzt wieder keine. Stellen wir denn das Ding mal hin? Moment, wir kaufen noch eine Theke, da kriegen wir das bestimmt irgendwie unter. Wir nehmen noch eine Theke. Ne, das kriegen wir anders hin. Ich will ja dieselbe hier haben. Die hier. So. Packen wir derweile mal hier hin. Und da kann die Mikrowelle drauf. So, und jetzt kann sie ihr Gericht zubereiten. Was haben wir denn? Abendessen. Ein Gourmet-Menü, bitte. Und zwar, was können wir denn mal machen? Hier, Joghurt-Parfait. Familiengröße. Bitte schön, mach mal. Mal sehen, ob das dann schon reicht. Was haben wir denn eigentlich für Fähigkeiten in der Gourmet-Küche hier? Haben wir ja schon Level... Nee, noch nicht mal Level 5. Oh, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten dran. Du musst kochen lernen, um Ambrosia herstellen zu können. Verbessere deine Kochfähigkeit am Kühlschrank, Herd oder übers Fernsehen und bereite dann ein Gericht zu. Okay. Ja, Willi, du darfst dir auch was zu essen nehmen. Da müssen wir auf jeden Fall die Kochfähigkeit hochbringen. Das habe ich wieder ganz und gar vergessen. Was haben wir hier noch? Hier muss ich den Newsletter lesen. Okay. So, Andrea, dann kannst du eigentlich mal Kanal schauen, und zwar den Kochkanal. Mach mal.
Du darfst dich gerne dazu auch setzen. Aber irgendwie scheint sie hier nicht. Die Post wurde zugestellt. Aber kochen ist ja schon auf Level 10. Nee, das brauche ich doch gar nicht mehr machen. Moment, ein Gericht zubereiten. Abendessen servieren. Was machen wir denn mal? Brathähnchen. So, und dann, die ist ja schon auf Level 10. Da frage ich mich, warum das nicht geht. Auf Level 5 oder höher ein Gericht zubereiten. Ja, machen wir doch. Hab ich doch vorhin schon gemacht. So, Willi, was ist mit dir hier? Wie ist denn das bei dir? Level 5 der Geschicklichkeit. Fünfmal eine Rakete starten oder verbessern. Ein Raketenschiff besitzen. Okay. Die Geschicklichkeit. Kannst du hier... Oh, hier kannst du auch schon mal auffischen. Kannst du irgendwas verbessern? Ja. Selbstreinigung. Mach mal. Komm schon, ich will diese Belohnung haben hier. Kann nicht wahr sein. Auf Level 5. Ich bin doch schon im Kochen auf Level 10, ne? Ja. Also müsste das rein theoretisch funktionieren. Ja, ein Feinschmeckergericht zubereiten. Das machen wir auch kleiner. Du gehst aber erstmal, wo ist denn unser Briefkasten? Der steht hier. Die Post holen. So, jetzt haben wir freigeschaltet. Das hier. Cool. Okay, wir haben hier noch ein bisschen. Wir haben hier noch ein bisschen was. So, und dann müssen wir gucken, was du im Inventar hast. Müsste doch jetzt der neue Newsletter da sein, oder nicht? Oder? Nee, das ist kein Newsletter. Was ist das? Das sind Samenpakete. Bin ich jetzt blind? Nee, hier. Newsletter lesen, bitteschön. Lies den mal. Hallo. Hat die denn jetzt gelesen? Hat sie diesen Newsletter gelesen? Mann, ich krieg heute wieder nichts auf die Kette, oder? Oh, was habe ich denn hier? Außerirdische Knochen. Also, was ist denn das? Oh Gott. So, wo ist denn der Newsletter? Haben wir den? Ja, den haben wir offensichtlich gelesen. Gut, dann kannst du auf die Toilette gehen. Und Willi, was ist denn mit dir passiert hier? Du solltest doch aufwischen. Ach nee, du musst... Moment, ey, du aufwischst, musst du das hier erstmal reparieren. So. So, Lektion Angeln. Angelplätze sind überall in der Welt zu finden. Ja, das ist klar, weiß ich. Und dann verbesserst du die Angelfähigkeit, wird das Angeln mit Köder freigeschaltet. Ich glaube, das habe ich aber auch schon. So, wenn der das fertig hat, der Willi, dann kann er erstmal hier noch aufwischen. Andrea, du kochst mal ein Feinschmeckergericht. Das hat man zwar auch schon gemacht, aber was haben wir denn da hier? Cäsarsalat. Hier, bitteschön, mach mal. So, oh, und Willi fühlt sich gar nicht wohl. Warum geht das nicht? Dann Teile plündern, bitte.
So, du Armer, du darfst jetzt schlafen gehen. Und Andrea macht dieses Feinschmeckergericht. Lektion einer Lady. Welche Geheimnisse dieses Buch wohl noch enthüllt? Belohnung. Feile weiter an deiner Feinschmecker-Kochfähigkeit. Okay, das machen wir. Wie geht's denn der Andrea? Die kann ja eigentlich Zauberallee besuchen. Die Läden in der Zauberallee haben manchmal Kaiserfisch im Sortiment. Besuche mit Hilfe eines Glimmersteins oder indem du das Portal im Glimmerbrook benutzt. Oh Gott, das müssen wir auch noch machen. Eieieiei, das wird ja lustig. Mit Köderangeln. Was nehmen wir denn mal? Hier nehmen wir einen Barsch. Hä? Das sollte Köder sein, aber egal, machen wir mal. Ich habe es ausgewählt, also wird es wohl einer sein, ne? So. Kaiserfisch angeln, das wird nicht so einfach. Wo angelt man denn den Kaiserfisch? Wieder ein Edelstein, das ist gut. Ich glaube, Andrea muss auch erstmal schlafen gehen. Ja, ich glaube mal, das wird sich wohl auf zwei Folgen auslagern müssen hier. Weil das hier offenbar nicht ganz so einfach wird, ne? Andrea, du darfst jetzt erstmal schlafen. Geh mal schlafen, dann wird das. Wieso ist denn der Baum gammelig? Das ist nicht schön. Zauberallee besuchen. Die Läden in der Zauberallee haben manchmal Kaiserfisch im Sack. Besuche mit Hilfe eines Glimmersteins oder in das Portal. Moment. Ja, schön. Nee, machen wir von zu Hause. Glimmerstein. Ich muss mal gucken. Finde ich das? Suchen Glimmerstein. Glimmerstein. Gibt's das? Nee. Schade. Na gut, da muss Andrea zur Zauberallee. ich muss nach Glimmerbrook reisen. Andrea, wir haben mal fertig mit Schlafen hier. So. Wir reisen nach Glimmerbrook. Gar nicht so einfach, das Ganze hier. Das dauert heute halt wahrscheinlich doch etwas länger, ne? Also, wo war das? Glimmerbrook, genau. Und jetzt müssen wir dorthin. Wie kriege ich denn das jetzt gebacken? Ne, wir reisen mal dahin und dann gucke ich mal alleine. Muss ja machbar sein, ne? Es muss ja machbar sein, irgendwie. Wie komme ich denn dahin? Zauberallee. Die Läden haben manchmal Kaiserfisch. Besuche mit Hilfe eines Glimmersteins oder in der das Portal in Glimmerbrook. Ich muss jetzt zu dem Portal. Wo ist das Portal? Muss doch irgendwo sein, ne? Reisen? Hier will ich doch hin. Wie komme ich denn an das Portal? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Wo ist denn das? Das ist jetzt gut, ne? wo bin ich denn? Ich bin. Wie kommt man denn an dieses Portal? Hier ist Elixiere und Gebräume. Wir reisen dort mal hin. Jetzt bin ich tatsächlich überfragt. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ne?
Schade, aber das muss irgendwie gehen. Es muss irgendwie gehen. Wie komme ich dorthin? Wer ist denn das? Und wer bist du? Die sind auch überall, ha? Ja, lass mich jetzt mal in Frieden. Freundlich, fröhlich vorstellen, ja, ist auch schön. Können wir machen. Am Ende reise ich zurück. Benutze das 100 Eventpunkte. Manchmal ein Kaiserfisch. Wie kriege ich denn das hin? Freundlich, Smalltalk. Kennenlernen. Ja, das ist schön, aber ich muss doch an dieses Portal irgendwie kommen. Wie geht denn das? Wisst ihr was? Ich kaufe das Ding. Ich muss mal gucken, ob das geht. Wenn ich jetzt zurückreise und mal dieses Portal auf mein Grundstück stelle. Es muss doch irgendwie muss es ja möglich sein, ne? Moment mal, das kriegen wir doch hin. Das ist, wie nennt sich das? Pack, das finde ich raus. Das finde ich raus. So. Wir gucken. So. Packs. Wo haben wir es denn? Reich der Magie. Genau, und jetzt will ich dieses Portal. Gibt's das hier nicht? Schade. Ich dachte, das gibt's hier auch. Gibt's das im Moment mal. C. Ich gebe erstmal ein paar Cheats ein. Gameplay Unlock. Temperament. Und dann Move Object Style auch noch dazu. So. Ach so, und dann fehlt mir ja noch ABB Show Hidden Objects. So, und jetzt müsste er mir doch alles anzeigen, oder? Kann ich hier auch mal suchen? Portal? Ich stell mir das jetzt hier einfach mal her. Was kostet denn das? 500? Wow. So, und dann gucken wir mal, ob wir das hier benutzen können. Ins Reich der Magie reisen. Mach mal. Ja, ja, ihr könnt mich mal. So. Und wo komme ich da hin? Portal betreten. Ich kann nur ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, wie ich ansonsten da hinkommen soll, ne? Das ist natürlich jetzt... Das dürfte doch eigentlich gar nicht so schwer sein. So. Ja, Hammer! So, wo ist jetzt hier Eladen? Angle einen Kaiserfisch im Crawdad Quarter in Willow Creek. Was? Da muss ich jetzt wieder nach Willow Creek zurück. Oh Mann. So, Willow Creek. Und das wird ja heute lustig hier. Was immer das für ein Ort sein soll. Quarter. Was ist denn das? Ist das hier? Wir können es nur probieren. Wo ist denn das? Hier hinten vielleicht? Was anderes wüsste ich doch gar nicht, wo wir hier angeln sollen. So.
Mit Köderangeln? Was nehmen wir denn mal für einen Köder? Wir nehmen einfach mal so einen Edelstein, ist ja egal. Wir probieren es einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die richtige Stelle ist, ne? Ja, das ist schön, wenn Willi arbeiten ist. Wenigstens einer geht arbeiten. Wo bist du denn, Andrea? Na, komm. Kaiserfisch. Hä? Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob das hier richtig die richtige Stelle ist, ne? Ein Kampffisch. Das ist noch kein Kaiserfisch. Und was zu essen brauchen wir auch noch. Komm mal her, hier. Hast du irgendwas zu essen einstecken? Das ist bestimmt wieder nicht die richtige Stelle. Aber ihr Lieben, ich denke, ich gucke mal nach, ob ich das jetzt alleine noch schaffe. Ich würde sagen, an dieser Stelle soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich wieder fürs Zuschauen und für euer Interesse. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Entweder ich mache kleiner eine Folge hinten dran, dass ihr das alles noch zu sehen bekommt. Oder halt dann beim nächsten Mal, ne? Ich danke euch, wie gesagt, fürs Zuschauen und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder. Lasst euch gut gehen. Bis dahin. Tschüss.